10.000 Euro im Jackpot und wenn sie uns anrufen, kann es ja sein, dass sie das gewinnen. 01279111212, sobald sie mein Studiogast oder mein Studiokandidat sind, haben sie 1.000 Euro gewonnen und mit ihrer vierstelligen Glückszahl kann es dann viel, viel mehr werden. Wie immer drücke ich Ihnen die Daumen und freue mich auf gleich. Nach der Werbung sind wir nämlich wieder für Sie da. Formel 1 live bei RTL in Kooperation mit Sky Sport. Der große Preis von Österreich, der Sprint. Samstag ab 11.30 Uhr live bei RTL. Super RTL, immer täglich im Fernsehen. Und Super RTL Plus immer täglich um 21.45 Uhr nach Target Plus. Jetzt Sendesuchlauf für beide TV-Sendern starten. Einsätze. Polizei, stehen bleiben! Beliebte Polizisten. Da wurde jemand entführt. Hallo, runter mit der Waffe! Runter auf den Boden! Ey, was sind Sie für ein Typ? Ja, was ist denn los? Nervenstarke Richter. Die Anklage ist definitiv ein Witz. Neue Prozesse. Wir lernen heute wieder fürs Leben. Der Kindergeburtstag ist nach der Verhandlung, ne? Gleich. Barbara Salesch, das Strafgericht. Dann Ulrich Wetzel, das Strafgericht. Und danach neu dabei, der Blaulichtreport. Die neuen Einsätze. Sommer bei RTL. Gleich ziehen wir unseren heutigen Gewinnspielkandidaten. Vielleicht sind Sie es und gewinnen einfach so 1.000 Euro und stimmt Ihre vierstellige Glückszahl mit der des Zufallsgenerators überein, gehört Ihnen der ganze Jackpot. Rufen Sie jetzt an 01379 1011 12, denn auch mit nur einer Zahl an der richtigen Stelle können Sie schon ordentlich Geld kassieren, also schnell mitmachen. 01379 1011 12. Mit einer richtig guten Idee. In Indien ist es nicht selten, dass Elefanten für religiöse... Wir freuen uns jetzt auf den Feierabend, wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag und morgen ab Punkt 12 stehen wir natürlich wieder hier für Sie und haben viele interessante Themen. Danke, machen wir es gut. Oh nein, ich habe Mutti auf dem Parkplatz vergessen vor lauter Aufregung. Mist, Mist. Sie brauchen, glaube ich, wirklich jemanden, der Ihnen hier oben im Kopf was gerade rückt. Bin ich hier vorbei. Heute, Wutausbruch mit Folgen, hat passt. Thorsten Weinert wurde wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ihr Name ist Silvia Lauterbach, Sie sind geboren am 3. Februar 1971. Okay. Super RTL, immer täglich im Fernsehen. Und Super RTL Plus immer täglich um 21.45 Uhr nach Target Plus. Jetzt Sendesuchlauf für beide TV-Sendern starten. Letzte Chance für Albanien. Ein Sieg muss her. Und das ausgerechnet gegen den Top-Favoriten. Albanien gegen Spanien. Live im Free TV. Heute ab 20.15 Uhr. Und streamen auf RTL Plus.
Pferdchen habt ihr alle? Oh mein Gott. Und die neue spritzige Sommershow bei RTL. Splash, das Promi-Pool-Quiz. Ab 24. Juli. Letzte Chance für Albanien. Ein Sieg muss her. Und das ausgerechnet gegen den Top-Favoriten aus Spanien. Sie stehen vor einer Mammutaufgabe und hoffen auf ein kleines Wunder. Albanien gegen Spanien. Live im Free TV. Heute ab 20.15 Uhr. Und streamen auf RTL Plus. Die schönste Sause steigt zu Hause. Die Witwe Silvia Lauterbach. Lasse Krüger und Maja Müller wurden wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall nach Jugendstrafrecht verwarnt und ihnen wird die Auflage erteilt, jeweils 30 Sozialstunden zu absolvieren. Athena Petridou wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Kannst du einfach in meine Wohnung gehen und meine Tochter schnappen? Alter, wir werden dich in die Psychiatrie zwangseinweisen lassen. Ich werde wieder zurückholen, das kann ich ja. Warum die junge Frau jetzt um ihr Baby kämpfen muss, sehen Sie jetzt bei Verklag mich doch. Nach der Geburt von Töchterchen Frieda ist Alina Görlitz in ein tiefes Loch gefallen. Diagnose: Wochenbett. Die 59-Jährige bereut ihr Handeln zutiefst und hofft, dass Alina ihr irgendwann verzeihen kann. Du hast 100.000 Euro einfach aus der Firmenkasse genommen, Sam und Lee. Ich hab doch keine Beweise gegen sie. Wird easy das Geld aus dem Spind nehmen lassen. So, die viel wichtigere Frage. Scheiße. Charlotte ist die Diebin. Und so geht es weiter. Ihr Geld ist runtergefallen. Fassen Sie die nicht an. Entschuldigung. Alles im Haus ist verkohlt und verbrannt und schuld daran ein Saugroboter. Und damit hallo zu Explosiv. Ich bin Elena Brun. Wie schön, dass Sie gemeinsam mit uns in diese Woche starten. Er ist nagelneu, dieser Saugroboter, den sich Sarah und ihr Mann für viel Geld angeschafft haben. Und kurz gleich in Explosiv. Heute in Exklusiv. Was hat Schumis Familie durchgemacht und was blüht den Erpressern? Die brandneuen Details. Außerdem, was Trennungsstress mit den Nerven macht. J-Los Nochmann Ben Affleck eskaliert. 18.30 Uhr im Star-Magazin. Endlich kommt der Sommer. Heute ist deutschlandweit der erste regenfreie Tag seit einigen Wochen. Und in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Wie die Menschen die Zeit in der Sonne genießen. Das und mehr heute bei RTL Aktuell. Die schönste Sause steigt zu Hause. Und was hatten die Erpresser der Familie von Michael Schumacher wirklich vor? Heute Mittag verrät die Staatsanwaltschaft neue Details. Jetzt bei den Kollegen von Exklusiv. Viel Spaß damit. Und bis Donnerstag, denn morgen und Mittwoch räumen wir hier den Platz für Fußball. Tschüss, schönen Abend. Hallo, herzlich willkommen bei Exklusiv. Ich bin Bella Lesnick. Was haben die Erpresser der Familie von Michael Schumacher wirklich geplant? Heute Nachmittag.